schönen guten Morgen. Heute wird es ein kurzer Tag, kurze Strecke, da es ab heute Nachmittag regnen soll. Schließt sich noch zwei Pärchen mit zwei Motorrädern an, fahren mit sechs Leuten. Mal schauen, wie lange wir trocken bleiben. Noch sieht es ja schön aus, aber vom Osten her soll der Regen kommen. So, heute sind wir mit Martina, Christa, Ralf und Andreas unterwegs. Wir fahren erstmal Richtung Osten, damit wir der Sonne entgegenfahren, um dem Regen abzuhauen. Und zu meiner freudigen Überraschung sind wir auf einen Weg gekommen, der gerade neu gemacht wurde. Das heißt, er wurde erstmal schön zum Schotterweg. Das war was Feines. Andreas und Christa hatten sich schon gefreut, dass der Schotter aufhörte, denn mit einem Sporttourer ist es nicht wirklich das Prickelnde, da drüber zu fahren. Ralf hingegen mit seiner GS hatte sich auch gefreut, wo es auf die nächste Schotterstrecke ging. Und von dieser Seite sehen wir dann Anschluss, war eigentlich die Zufahrt gesperrt. Nun ja, wo wir rein sind, stand nichts davon. Ab der Ortschaft Berg ging es erstmal relativ unspektakulär weiter. Neben gutem Kaffee gab es noch ein paar Erfrischungsgetränke in coolen Flaschen. Den Damen haben die so gut gefallen, diese Flaschen, dass sie den Kellner überredet haben, nochmal zwei leicht ab rauszurücken. Der Mildstätter See liegt in einer Seehöhe von 588 Metern, ist 11,5 Kilometer lang und bis zu 1,8 Kilometer breit. Und somit ist er der zweitgrößte See nach dem Wörthersee in Österreich. Zu unserem Hauptziel, heute dem Weißensee, sollte es durch das Tal gehen, enge Straße, umrundet von Bäumen und Bergen, schön kurvig, so gut wie nichts los. Es ließ sich super fahren.
Wir sechs haben erstmal während der Hitze uns eine kleine Pause im Schatten gegönnt. Und hier durfte dann mal wieder die Mini 2 aus dem Koffer rauskommen und etwas über den Weißensee fliegen. Der Weißensee liegt 930 Meter über Meeresspiegel und ist der höchstgelegene der großen Kärntner Badeseen. Ja, Hauptziel hatten wir erreicht, machten wir uns auf den Rückweg, da es ja regnen sollte. Zurück über kleine Straßen, die dann auf einmal sehr schlecht wurden. Erst geschottert, dann sehr splitthaltig. Landschaftlich war das schön, aber nicht wirklich schön zu fahren. Schöner wäre es gewesen wie am Vormittag eine richtige Schotterstrecke. Split ist nicht wirklich des Motorradfahrers Freund. Auch nach dem Split war die Straße nicht wirklich sehr viel besser. Naja, die sind ja da am Arbeiten. Wenigstens war der Split weg, sodass wir halbwegs vernünftig vorwärts kamen, in der Hoffnung, dass wir dem Regen gut entkommen und trocken wieder angekommen wären. Hoffentlich. So, heute war es eine kurze Tour, weil wir Regen bekommen sollten, der immer noch nicht da ist. Aber wir haben auch nach 180 Kilometern heute gesagt, und 34 Grad, es reicht. Von daher beschließen wir heute den Tag
haben schon ein schönes Radler getrunken, alle waren. Passt. Bis morgen.